Sechs Dinge, die ich an New World liebe. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Nahtfrag. Hier auf meinem Zweitkanal gibt es ungeschnittene Videos und ja, auch New World Videos zum Launch. Und ja, aber auch auf meinem Hauptkanal wird es ein bisschen was geben. In der Launch Week würde mich freuen, wenn ihr hier mit einem Abo mit dabei bleibt. Wäre auf jeden Fall eine stabile Aktion für alle Twitch-Fans unter euch. Dann gerne mal auf Twitch vorbeischneien. Hier wird regelmäßig gestreamt. Unter anderem natürlich auch New World, Fragnaht heiße ich da. Würde mich freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. Und vielleicht sehen wir uns mal in einem Livestream. Ihr könnt auch gemeinsam dann mit mir über New World fachsimpeln oder. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, euch dort mal zu sehen. Ja, fangen wir an mit den Dingen, die ich in New World feiere. Ich habe hier mal exemplarisch so ein altes Beta-Gameplay hier rausgesucht. Deswegen auch die komische Farbe hier im Hintergrund, um euch ein bisschen weniger abzulenken von der Facecam, die da leider in die Aufnahme mit reingebacken wurde. Und ja, damals war ich noch ganz blauäugig, hatte meine Frosthandschuhe hier als Waffe mit dabei. Und ich glaube, Schwert und Schild habe ich gespielt. Das waren wirklich nochmal Zeiten. Punkt Nummer 1 der Sachen, die ich in New World richtig nice finde, ist das Gruppenspiel. Ja, also mir persönlich macht es riesig viel Spaß, mit anderen Streamern, mit Freunden in New World reinzudaddeln, gemeinsam gegen Mobs vorzugehen, vielleicht eine Instanz zu laufen, PvP zu machen, natürlich, klar. Und ich finde, dass New World in der Gruppe einfach wesentlich mehr Spaß macht. Es gibt MMORPGs, die machen am meisten Spaß vielleicht auch alleine, je nach Charakter, aber auch natürlich, was ihr für ein Mensch seid. Aber auch nach Machart kann es sich manchmal lohnen, mehr alleine zu spielen, einfach weil es effizienter ist, ja. World of Warcraft ist da tatsächlich ein Beispiel für oder mal gewesen, dass Leveling alleine effizienter sein kann als Leveling in der Gruppe. In New World macht es auf jeden Fall riesig viel Spaß, die Quests gemeinsam zu erledigen. Das ergibt auf jeden Fall Sinn, das zu tun. Und du hast einfach natürlich nochmal die soziale Komponente, die da mit reinspielt. Punkt Nummer 1 auf jeden Fall das Gruppenspiel. Empfehle ich euch, wenn ihr Leute habt, die auch gemeinsam mit euch New World zocken wollen, macht das. Punkt Nummer 2, Open World PvP. Ich persönlich habe nämlich die Erfahrung gemacht, einmal habe ich Open World PvP angestellt und auf einmal hatte dieses Spiel eine ganz neue Komponente. Das möchte ich jedem von euch empfehlen. Ja, es wird frustrierend sein, aber es kann auch lustig sein. Ja? Auch ihr könnt die Person sein, die jemand anderen weggankt, der euch eben weggegankt hat und irgendwie, weiß ich nicht, dann ein bisschen was geklaut hat noch von den Ressourcen, die ihr gerade abbauen wollt, sagen wir. Da war eine Eisenader oder so. Das kann eine gewisse Asozialität ins Spiel bringen, aber es kann gut eingesetzt. Und da müsst ihr natürlich auch selber respektvoll sein, jetzt nicht vielleicht noch jemanden anzugreifen, der von 10 Mobs schon geklatscht wird. Aber das kann wirklich ein richtig geiler Aspekt sein, eine zusätzliche Ebene von Spannung. Und mir persönlich hat es unglaublich viel gegeben, in New World PvP anzumachen. Das hat richtig Spaß gemacht. Es war frustrierend, ich musste ein paar Mal laufen und zwar nicht gerade kurze Strecken. Aber im Endeffekt hat es sich dann gelohnt, weil es so eine richtig krasse Aufregung nochmal ins Spiel gebracht hat. Und ich glaube, der Stream, der hat es genauso gesehen. Es war wirklich interessanter geworden dadurch. Deswegen Punkt Nummer 2, Open World PvP. Ich kann es euch empfehlen, wenigstens mal ausprobieren. Und wenn es nur für 2 Stunden ist, es lohnt sich dann teilweise auch richtig, weil ihr natürlich nochmal einen EP-Boost habt und auch durch PvP-Kills sehr krass in den Waffen besser werdet. Punkt Nummer 3 der Sachen, die ich in New World mega feier, ist es, Waffenarten auszuprobieren. Und zwar natürlich neue Waffenarten und Builds zu bauen. Ja? Zum Launch habe ich für meinen Hauptkanal schon mal 2 Videos vorbereitet. Und zum einen ist es der Paladin-Build. Hauptkanal heißt übrigens Fragnaht und nicht Nahtfrag, sehr einfallsreich, ist umgekehrt. Zum einen ein Paladin-Bild, wo ihr ein krasser Tank seid und euch gleichzeitig heilt. Zum anderen ein Level-Bild, mit dem ihr eben schnell leveln könnt, effizienter leveln könnt, aber gleichzeitig auch durch eine gewisse Survivability Sustain aufbaut. Ihr könnt lange autark unterwegs sein, auch alleine. Seid aber auch in Gruppen gefragt mit dem Bild. Wird auf jeden Fall nochmal spannend und mir macht es richtig Spaß, sowas sich auszudenken oder zusammenzubauen aus verschiedenen Waffengattungen, sich das Beste rauszusuchen. Mir persönlich macht das riesig Freude und ich finde, das verleiht New World ja einen gewissen Tiefgang, dass du auch deine Klasse in Anführungsstrichen immer switchen kannst. Ja, permanent kannst du dir sagen, yo, jetzt bin ich aber ein Paladin und jetzt bin ich ein Heiler und jetzt bin ich ein Krieger und an nächster Stelle möchte ich dann doch lieber ein Jäger sein. Das ist möglich und ich finde es eine richtig coole Sache in New World. Das gefällt mir gut, das System, es wirkt nahtlos und es wirkt flexibel und
Ja, ich könnte jetzt noch ein paar positive Attribute aufzählen, mache ich aber nicht, sondern weiter geht's mit Punkto Nummer 4. Das ist der Grind und die Levelphase. Damals in World of Warcraft von mir gehasst. Ich wollte endlich Level 60 sein und was war ich? Ein 43er Schurke, der gerade so sein erstes Reitmount sich leisten konnte. Und reiten natürlich. Ganz knappes Ding. Aber irgendwann sollte man dann auch auf Stufe 60 kommen. Ich muss sagen, in New World macht mir der Levelprozess unglaublich viel Spaß. Vielleicht auch, weil ich einfach weiß, dass der Weg das Ziel ist, dass es sich als das Spielen von New World auch herauskristallisiert hat. Ja, im Endgame gibt es nicht allzu viele Inhalte bislang. Ja, Amazon hat gesagt, sie wollen irgendwas nachliefern und sie haben das gehört. Sie haben aber nicht gesagt, was zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest. Und es ist nicht klar, wird sich das lohnen, da noch lange dran zu bleiben. Das steht noch in den Sternen. Aber ich genieße diesen Leveling-Prozess so sehr. Ich finde es so cool, einfach ein bisschen zu questen, ein paar Mobs zu killen. Dabei entspannt eine Doku gucken, selber zu streamen oder. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und es ist für mich einfach total entspannt. Ich liebe das und ich hoffe, ihr genießt es auch so. Weil wenn ihr sagt, Levelphase, das ist nichts für mich. Solltet ihr euch wirklich überlegen, ist New World was für euch? Weil die Levelphase, die dauert lang. Das ist jetzt nicht so, dass ihr da 2 Wochen am Stück durchdaddeln müsst wie in WoW. Aber es ist schon so, dass ihr auf jeden Fall einige Zeit braucht. Punkt Nummer 5 und da geht es natürlich rund um die Berufe. Berufe leveln und spezialisieren. Mir persönlich bereitet es auf jeden Fall Freude, die Berufe mir so ein bisschen auszusuchen, vielleicht mich zu fokussieren und dann einen bestimmten Beruf voranzutreiben. Ja, vielleicht sogar in der Kompanie sich abzusprechen. Einer ist Schneider, einer ist Holzfäller und der andere ist Schmied. Es geht. Ob das so effizient ist, weil man dann auf andere angewiesen ist, ist auch wieder eine Frage. Aber ich finde es echt nice gelungenes Berufssystem. Das macht mir auf jeden Fall Freude. Und ich genieße das, wirklich regelmäßig die Berufe nach vorne zu bringen. Es empfiehlt sich tatsächlich zum Stand der Beta nicht, die Berufe während des Levels zu skillen, weil ihr dann schwierigere Stadtprojektaufgaben kriegt. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Launch-Fassung immer noch so sein wird, aber das war tatsächlich so in der Beta. Also Berufe leveln ist nichts für unterwegs eigentlich, macht aber riesig Spaß. Muss man sich überlegen, will man es tun oder nicht? Weiß ich nicht. Wisst ihr vielleicht. Punkt Nummer 6 ist natürlich klar, endlich wieder ein MMO zum Suchten. Das ist jetzt kein wirklicher New World-spezifischer Punkt, aber es ist ein Punkt, der allgemein für ein MMORPG gilt, von einer guten Qualität. Und ich glaube, das habe ich in New World gefunden. Endlich wieder ein Spiel, was ich auch hunderte bis tausende Stunden eventuell spielen kann. Je nachdem, was natürlich noch mit dem Spiel passiert. Das ist klar an der Stelle. Aber grundsätzlich hat es das Potenzial, einen etwas länger zu fesseln als nur 70, 80 Stunden, wie es bei den Singleplayer-Spielen ist. Und das sind ja vornehmlich die Leute, die auf meinen Kanälen unterwegs sind. Singleplayer, Open World, Rollenspiele. New World ist da ja ein ganz anderes Spiel von der Kategorie her. Es soll viel mehr motivieren, aber auch durch repetitivere, einfachere Aufgaben. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Launch und muss sagen, ich freue mich riesig. Bin gespannt, das sind so meine 6, ich glaube, das sind meine 6 Highlights in New World. Ich freue mich riesig, das mit euch zu streamen, zu spielen und würde mich freuen, euch hier zu begrüßen. Ja, wie gesagt, auf twitch.tv/fragnat. Da drüben seht ihr es. Ja. Würde mich freuen. Vielleicht sehen wir uns demnächst. Ich bin gespannt, wie ihr New World findet und ja, was ihr so davon haltet, was eure Meinung dazu ist. Seid ihr gehypt oder eher nicht? Seid ihr reserviert oder kritisch? Ich bin sehr, sehr gespannt von euch zu hören und ja, vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Bis später, euer Stefan. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren. Wisst ihr ja selber, Glocke ist immer so mit das Wichtigste. Danke fürs Einschalten und ja, ciao. Liebe Leute, mein Name ist Fragnat und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragnat. Bis später, euer Peter. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen zweiten Kanal könnt ihr auch gerne abonnieren.